Hallo, heute könnt ihr mir zusehen, wie ich diese Tasse abdrehe. Ich werde hier oben einen Fußring abdrehen. Der Becher ist jetzt gut lederhart. Das heißt, ich habe ihn gestern Nachmittag gedreht und er stand dann unter einer Plastikfolie. Dafür mache ich erstmal den Rand hier unten ein bisschen feucht. Genauso die Scheibe. Und nur so ein ganz bisschen. Und jetzt muss ich den Becher erstmal genau hier auf die Scheibe bekommen, dass er zentriert ist. Und zwar nicht hier unten, sondern dieses obere Drittel ist wichtig. Das ist ja nie so ganz, ganz genau gleichmäßig. Und ich muss dieses obere Drittel hier möglichst zentrieren. Und dafür drehe ich das Rad jetzt ganz langsam. Halt den Daumen hier an den Rand. Und das braucht ein kleines bisschen Übung, dieses Zentrieren. Jetzt läuft er ganz gut rund. Jetzt drücke ich das hier so ein bisschen an, dass er jetzt nicht mehr verrutscht. Dadurch, dass es feucht ist, der Topf, also der Ton und die Scheibe, saugt sich das hier so ein bisschen an und lässt sich nicht mehr. Und ich brauche es nicht hier unten mit irgendwelchen Tonklumpen festmachen, sondern er bleibt so fest. Ich möchte den Fuß ziemlich klein haben. Ich mache erstmal hier oben die Markierung. Ich versuche die Hände immer zu stabilisieren. Ich lege hier einen Finger auf die Mitte und dann kann ich meine Hand da quasi verankern. Habe auch beide Hände in den Beinen an den Oberschenkeln abgestützt oder beide Arme. Kann das essen wir hier. So, das ist das Äußere von meinem Fußring und jetzt kommt das Innere. Das wird ungefähr hier sein. So, und dieses alles, was hier so ist, das muss alles weg. Ich habe mir angewöhnt, am Anfang habe ich das Rad immer sehr schnell, die Scheibe sehr schnell drehen lassen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich da dann doch ziemlich oft irgendwelche Macken eingeschlagen habe. Irgendwann mal, wenn ich das im Schlaf mache, kann ich das vielleicht schneller stellen. Aber so ist mir das einfach zu ärgerlich, wenn ich dann irgendwas kaputt mache, was ich ja mühevoll gedreht habe, nur weil ich dann jetzt zu schnell auch, dass diese abgeschälten Streifen, dass die schön dünn sind, also nicht zu viel auf einmal. Ich gebe nicht so viel Druck, sondern immer nur so ein bisschen. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber man haut nicht so schnell Macken in den Ton. Hier muss ich jetzt auch, werde ich nicht einfach so das hier rausnehmen, sondern ich werde an diesem Punkt den meisten Ton stehen lassen und zu den Rändern hin mehr, dass es halt auch so eine Wölbung nach außen gibt, nach oben gibt, entsprechend der Wölbung im Inneren des Bechers. Ein bisschen glätten. Das ist jetzt ein bisschen uneben.
Glück habe ich ihn nicht so schmal gemacht. Das mache ich mit der Nadel. Und schneide den Rand nochmal ab. Schönen glatten weichen Rand gibt, der nicht irgendwo auf der Tischkante schabt. Ich möchte gerne diese Tasse mit so einer kleinen Struktur am Rand versehen. Dafür habe ich hier so eine gezahnte Schiene. Das lasse ich jetzt erstmal antrocknen und wenn das trocken ist, kann ich diese kleinen Klümpchen wegbürsten mit dem Pinsel. Jetzt lasse ich die aber erstmal dran. So, jetzt mache ich es mal sauber. Die Scheibe, die Tasse sitzt jetzt hier ziemlich fest auf der Scheibe. Damit ich die nicht zerstöre, wenn beim Ablehnen, haue ich hier mal einmal mit Schmackes drauf und schon lässt sie sich abnehmen. Und ich kann sie versorgen. Krümelchen hier, die kann ich dann abmachen, wenn das ein bisschen angetrocknet ist und ich kann mit dem Schwamm hier unten nochmal so ein bisschen versäubern und das war's, fertig. Gleich geht's dann weiter mit dem Henkel. Und hier ist der Henkel, den habe ich auch gestern gemacht aus einer Platte, habe es ausgeschnitten, versäubert. Und dann so zusammen mit dem Becher ein bisschen antrocknen lassen. Und jetzt will ich mal schauen, wie ich den so schneide. Erstmal muss ein bisschen unten abgeschnitten werden. Entschuldigung. Ich schneide erstmal nur so gerade ein Stück ab, damit ich gucken kann, was am besten passt. Ausstecher, dann kann ich mir nämlich die Rundung schön hin. Dann schneide ich das einfach. So ab. Und sehen wir. Ja. So, das runde ich erstmal ein bisschen ab hier. Ich habe das auch ein bisschen konisch zulaufen lassen. Also hier ist es ein Stück breiter und nach unten wird es ein bisschen schmaler. Ich finde, das macht den Henkel dann ein bisschen eleganter. Und ich finde es auch ganz wichtig, einfach mal das in die Hand zu nehmen und zu fühlen, wie
passt es denn? Ja, so ist es gut. Wie passt es in meine Hand rein? So, da. Da kommt mein Enkel dran. Ich lege das ein bisschen, sonst fällt er mir runter. Das ist verdünnter Ton mit Essig, ein bisschen Wasser. Und damit breche ich das hier ein und kratze das auch die Oberfläche ordentlich auf. Nicht nur die Oberfläche, sondern ruhig ein bisschen tiefer rein, damit sich das schön verbinden kann. Dasselbe. So über Kreuz im rechten Winkel, damit eine schöne große Oberfläche da ist, sich das ordentlich verbinden kann. So, jetzt kommt der Henkel hier drauf. So innen gegenhalten. Erstmal ganz grob. Lass es einen kleinen Moment ziehen. Jetzt kann man noch meine Namensstempel. Mal gucken. Runde das ein bisschen ab und dann schaue ich mal, ob mein Stempel da wieder einen Abdruck nehmen kann. Ja, nicht doch so. Zum Schluss den Henkel. Das war's. Jetzt kann das Ganze trocknen und dann gebrannt und glasiert werden.